Ich glaube, der Ton im Stadtrat sollte hier genauso über digitale Medien genauso angemessen sein, wie sich einem solchen demokratischen Gremium auch gebührt. Als nächste Wortmeldung Herr Wadlerow. Nun, die Linksfraktion wird sich quasi der SPD-Fraktion und dem Antrag der SPD-Fraktion anschließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Wadlerow. Die Oberbürgermeisterin Ludwigshafen. Viva la Revolution! Nein, es geht hier nicht um Verherrlichung blutiger Revolutionen, die die Oberbürgermeisterin Ludwigshafen, Frau Steinruck, anprangerte. Es ging um Folgendes. Eine angepasste und dementsprechende Würdigung haben. Und ich bedanke mich bei allen ausdrücklich, die mitgeholfen haben, das möglich zu machen. Vielen Dank. Nicht gesehen? Nochmal. Diesmal bitte auf die kleinen, stillen Meinungsbekundungen ganz unten im Eck achten. Im Anschluss daran gab es dann die eben gezeigte Rüge. Eine angepasste und dementsprechende Würdigung haben. Und ich bedanke mich bei allen ausdrücklich, die mitgeholfen haben, das möglich zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Heller. Ich habe es mir jetzt unterlassen während der Aussprache, aber es kommt immer wieder vor, dass während Diskussionen und Aussprachen mit Icons gearbeitet wird, die manchmal auch nicht angemessen sind. Während wir in einer Stadtratssitzung, Sie kennen die Regeln, die sich der Stadtrat gegeben hat, wären Zwischenrufe nicht gestattet. Ich bitte Sie auch, sich bei den neuen Medien daran zu halten und abfällige Icons und Sonstiges zu unterlassen. Einfach eine Bitte mit dem, ich glaube, der Ton im Stadtrat sollte hier genauso über digitale Medien genauso angemessen sein, wie sich einem solchen demokratischen Gremium auch gebührt. Wir haben auch gelernt, ich diskutiere fast jede Woche mit dem Bereich Öffentlichkeit, wie können wir uns verbessern, auch in der Nutzung digitaler Medien. Im vorletzten Bau- und Grundstücksausschuss diese Bürgen, die jetzt vorgesehen. Da war auch Herr Gersch anwesend. Man sich mit dem Gedanken, diese am Wettbewerb teilnehmen. Denn es ist nicht irgendeine Fehler, die 2017 den Weg des Friedens. Vertrauen Sie. Es ist keine Zeit für Diskussionen, ob das alles notwendig ist. Die Zahlen, die Todesfälle, die Erkrankungen mit den schweren Folgen. Es gibt auch keine Alternative, welcher Impfstoff genommen werden muss. Wir müssen verimpfen, was wir geliefert bekommen. Deswegen ist auch gar keine Möglichkeit der Diskussion.